Bei 4, ja, 4K ist gefährlich, sieht man alles. Ja, klar. Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Nikos Kicks Folge 9 Spezial. Yes. Wir haben uns endlich wieder mal eingefunden und haben endlich mal geschafft, das Ganze jetzt fortzusetzen. Wir hatten nämlich eine ganze Menge zu tun. Ja. Ja. Wir sind beschäftigte Menschen. Wir tun zumindest so. Ja. Genau, im Teil 1 habt ihr schon gesehen, dass wir ganz toll zusammengepackt haben für den Job und dann haben wir uns dann am nächsten Tag getroffen und sind von Edelmatt aus mit einem Krafter zur Aula gefahren und haben angefangen auszuladen. Genau, die generelle Situation vor Ort war folgendes, wir hatten eigentlich um 19 Uhr was Show angesetzt. Unser Problem war nur, dass wir erst nach 13.50 Uhr in den Raum selber rein konnten. Das war schon ein bisschen. Genau, das war halt ganz schön hart, knapp einfach. Und somit haben wir uns halt dann um 12 Uhr schon davor getroffen und haben schon angefangen auf dem Hof soweit das Material soweit vorzusortieren, dass wir dann einfach, sobald um 13.50 Uhr losgehen konnten, sofort reinschieben konnten. So, die anderen machen jetzt die ganze Schule fertig und wir bauen jetzt gleich den ganzen Mist hier auf und dann können wir anfangen. Bei uns war es nämlich dann auch so, dass wir dann uns halt auch von vornherein, mir das halt bekannt war, dass die Zeiten halt alles, wie es halt war und ich habe mich auch vorher eigentlich informiert, wo wir soweit Stromanschlüsse haben und so weiter. Das heißt, mir war eigentlich klar, was die Situation war. Was mir nur nicht klar war, ist, dass das Fenster, wo wir mit dem Starkstromkabel rausgehen wollten, so weit zugesperrt war, dass da der Stecker von dem 32er-Kabel nicht durchgepasst hat. Um so ein Stück. Genau. Das heißt, wir sind dann nochmal zurückgefahren und haben uns in der Firma nochmal 40 Meter 32 Ampere dazugeholt, dass wir dann insgesamt haben wir 140 Meter 32 Ampere Starkstrom verbaut. Also wer rechnet auch damit? Ja, das war echt schon bekloppt. Und wir haben uns halt im Vornherein auch so weit drüber Gedanken gemacht, dass wie können wir vielleicht am effizientesten das Ganze so weit draußen vorbereiten, wo wir halt mehr Zeit haben, um dann möglichst im Raum Zeit zu sparen. Und Nico wollte eigentlich die ganze Zeit ein Trasttor bauen. Aber weil es halt auch am Ende die geilere Konstruktion ist, muss man ja auch einfach sagen. Aber es wäre Zeit in dem Fall, in dem Moment, hätte es einfach nicht funktioniert, weil so war es ganz geil, dass wir draußen einfach, wir hatten Basements mit Rollen, wofür wir auch, wie ihr in Teil 1 gesehen habt, auch noch Schrauben kaufen mussten, weil das sonst nicht gepasst hat. Und dann haben wir darauf schon die komplette Trasse vorbereitet und haben den kompletten Steher dann einfach zu viert in den Raum reingetragen, mussten ihn nur noch austarieren und dann konnte sofort damit begonnen werden, dass das Rigging da losgeht. Ist alles live hier. Also man kann wirklich sagen, wir hatten für den Aufbau so gut wie keine Zeit. Das, also wirklich. Und das war wirklich eine der knappesten Sachen, die wir gemacht haben, aber trotzdem eine der coolsten Sachen. Deswegen ist es gut, dass wir wirklich für jeden Bereich den Gewerkeleiter hatten, mit denen seine Handlangern, sage ich mal ganz vorsichtig, ja, die halt mit geholfen haben und somit konnte alles auch super ablaufen. Was wirklich wichtig war, wir mussten mit Struktur aufbauen, wir mussten in der richtigen Reihenfolge aufbauen. Wir durften uns halt nicht zubauen, weil wir konnten uns keine Fehler erlauben, einfach wegen der kurzen Zeit. Das heißt, erst die Trasssteher rein, die ausrichten lassen, Gewichte drauf, danach gleich Topteile mit Easyfly reingeklackt, dann hat Darwin und seine Handlanger haben gleich die MacAuras reingehauen, dann vorne jeweils pro Steher zwei Sunstrips noch, die G1en raufgestellt und nach hinten angehangen, noch Aries mit rangemacht. Dann kam einfach noch Jans mit dazu aus der Berufsschule, der hat dann noch Sunstrips hinter das Drumset gelegt, das fand ich auch ziemlich cool als Effekt. Und ich habe mich halt komplett ums Monitoring gekümmert, um die Schlagzeugmikrofonierung, das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und da haben wir uns auch echt viel Mühe gegeben. Die Snare ist eigentlich, es ist ein bisschen geklaut aus einem Video und im Nachhinein muss man schon echt gestehen, es hat sich sehr ausgezahlt einfach. Wir hatten einfach einen SM57 mit Zumpel zusammen an den AT4041. Du musst jetzt sehr close machen, damit die im gleichen Timelining sind. Dabei ist es auch sehr wichtig, dass ihr darauf achtet, dass wenn ihr das auch mal selber machen wollt, dass ihr guckt, dass die Membranen ungefähr auf der gleichen Höhe sind. Ja. Weil wenn ihr die auf unterschiedlichen Positionierungen habt, habt ihr einfach eine Phasenverschiebung und das macht am Ende euren ganzen Mix kaputt, weil sich die Wellenlängen einfach nicht gerade übereinander legen. Richtig. Genau. Das hast du toll erklärt. Kurz und knapp, das war meine Info. Bam! Als erstes, nachdem ich hatte mich am Anfang erstmal um den Strom gekümmert und dabei haben wir insgesamt 140 Meter 32 Ampere Starkstrom verlegt. Dann macht keinen Spaß zu verlegen, sag's nochmal. Aber dazu hat man ja Hände. Ja. Dann ging das alles direkt an jeweils 32er Stufs ran und dabei sind wir jeweils mit halt normalen Schuko-Verteilung halt auf die Bühne und so weiter aufgegangen. Genau. Und ich habe mir halt im Vornherein grob durchgerechnet, was wir pro Gewerk haben und habe das dann auf die Phasen möglichst sinnvoll verteilt, sodass wir halt dass wir keine Überlastung haben und dass wir halt auch möglichst symmetrisch haben, sodass, falls wir irgendwie ein leichtes Endleiterproblem haben, wir uns da auch nicht gleich komplett abschießen. Herr Deutschland, was machen Sie hier gerade? Wir haben extrem Zeitdruck und müssen trotzdem alles schaffen und das wird echt spannend. Aber wir sind fast fertig.
dann war es bei uns eigentlich so, dass wir halt, wie gesagt, massiven Zeitstress hatten, aber wie es irgendwann an einem Level war, wo man einfach auch den Hands nichts mehr zu tun haben wollte, weil es einfach nur noch viel Feintuning war, Mikrofon ausrichten, so eine Sache. Irgendwann gibt es so Bereiche, wo du kannst Hands halt schleppen lassen und was legen lassen, und irgendwann gibt es halt Bereiche, wo du einfach fast Fachkenntnis brauchst. Genau, und das kannst du einfach nicht mehr machen. Und das muss dann auch einfach funktionieren. Da kannst du nicht mehr korrigieren. Genau, es gibt auch einfach dann keinen zweiten Try, wenn du keine Zeit hast, und das musst du halt das erste Mal machen, und das muss halt dann auch einfach klappen. Genau. Und in dem Fall gab es dann einfach mal so, dass die dann halt Pause gemacht haben und wir haben halt erst unseren Döner dann während der Show gegessen. Beim Mixen, den kalten Döner. Genau, das war's. Scheißegal. Aber die Show muss laufen, Leute. Die Show muss immer laufen, deswegen, ihr müsst echt Prioritäten setzen. Priorität, genau. Ja, auf jeden Fall. Genau, jetzt mal kurz zur Tontechnik, zu meinem Gewerk, was ich hier über alles liebe. Wir hatten wirklich komplett Material von Edelmatt. Das war ziemlich, ziemlich geil, bis auf die PA. Und zwar kam komplett von mir Voice Acoustics. Das heißt, wir hatten wirklich in der Front Modular 10, Paviosub 118 und in der Mitte hatten wir Monocluster aus Paviosub 112. Hat auch echt super funktioniert. Ne? Also, die haben echt gut gekoppelt zusammen. Und als Frontfill ganz provisorischerweise Elastic gelegt. Sollte man eigentlich immer stellen, weil Säulenstrahlen halt nur gestellt, wirklich breit ab und in der vertikalen schmal, das heißt, es ist ja wirklich nur, um ganz kleine Lücken zu füllen, also ist jetzt nicht, sag ich mal, so sollte das nicht im Bilderbuch stehen. Nimmt als Frontfill lieber ein Score oder ein Modular oder weiter, aber es war halt nichts anderes da, wir wollten eigentlich fliegen, es ging nicht, also haben wir es so gemacht, es hat trotzdem gut funktioniert. Zur Mikrofonierung, wir hatten drei Beta 58A für die Front Vocals, hatten nochmal zwei aufs Bär hinten auf der Sagebox liegen, falls irgendwelche Bands da kommen, irgendwelche Ansagen, ihr müsst immer noch einen Ersatz da haben, auch wenn gerade ein Kabelbruch ist, dass man schnell rausreichen kann, fertig ist der Lack. Und wir hatten von Audio-Technica, die ich wirklich sehr richtig mag, die AEW-Funke. Die Funken an sich, ja, sind okay, aber der Klang von diesen Funken sind wirklich unübertroffen. Ja, wirklich cool. Die AEW-Funken sind super geil. Hat sich im Post dann auf jeden Fall auch bewährt gemacht, werdet ihr vielleicht nachher im Mix auch hören. Also die Vocals gehen da auf jeden Fall ganz gut raus. Gibt auch echt viele renommierte Leute, die es am Ende benutzt haben. Selbst Linkin Park hat auf den AEWs gesungen, ich sag's nur mal. Also Chester Bennington. Hm. Als die ganze PA endlich mal stand und das ganze Setup wirklich da war, die Band war da alle an sich eingetroffen, schon ein bisschen die Instrumente gestimmt, ging dann auch das D-Live-Setup los. Das heißt, wir haben Monitore zugewiesen, geguckt, okay, passt das und so weiter, haben schon mal alles eingepegelt, den Soundcheck gemacht und dann ging es auch schon fast zur Show los. Wir haben es auch so gemacht, Router an die Stagebox ran und ich habe dann Lö Erik iPad gegeben und er durfte dann praktisch neben seiner Tätigkeit als Moderation und Pro seiner Bassspieler durfte er dann auch den Monitormix machen. Also ich stand dann die ganze Zeit neben der Bühne und habe halt immer so ein bisschen die Koordination auf die Bühne gemacht, wer jetzt raufkommt, was und was. Hab Nico mal ein paar Anweisungen gegeben, was jetzt als nächstes passiert. Hab halt nebenbei noch die Monitor für die Leute gemischt. Weil wenn man halt irgendwann selber irgendwie genug Gigs gespielt hat, weiß man auch, was die Leute im Regelfall hören wollen. Und ich habe im Nachhinein eigentlich keine Beschwerden bekommen, dass sie sich irgendwie nicht gehört haben. Insofern hat es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Genau. Es hätten vielleicht ein bisschen coolere Wedges sein können, aber es war halt... Das war aber für die Bühne war es auch vollkommen okay. Für die Bühne war es einzige, was man, das Einzige, was vielleicht ein bisschen schwierig war, wenn wir dazu ein Bild haben, blenden wir das ein, wäre Drum Monitor. Das war okay, aber das hätte vielleicht noch ein bisschen geiler sein können. Janis hatte sich im Vornherein ganz gut vorbereitet und hatte schon eine Show im MA fertig gebaut und hat mir dann noch am Abend davor nochmal einen Patchplan komplett und so weiter zukommen lassen, dass wir auch am Anfang schon gut anfangen konnten mit der Positionierung. Wir hatten insgesamt an Lampen... So mit 3D-Bild und so richtig cool und so. Am Ende hatten wir 8x G1, 6x, also SGM G1 Beam, 6x Martin Mac Aura Washlight, 10x Ignition Sunstripe, wovon wir am Ende eingesetzt nur 6. Wovon wir am Ende nur 6 eingesetzt haben. Was auch einfach ein Zeitgrund war. Und wir wollten noch Lampen nehmen, aber auch Platz wäre. Es hat am Ende auch vollkommen gereicht. Also es war noch mehr Licht wäre echt Burst gewesen. So. Genau. Noch ein paar Aris. Und dann hatten wir noch insgesamt noch mal 2 Aris die Seite hinten an den Stehern dran. Genau. Genau. Generell hatte sich halt Janis so ein ganz lustiges Setup überlegt, aber wie ihr auch auf dem genug Tapes im Video seht, hatten wir sozusagen die Auras immer an der Innenseite, den Trassstehern, hatten dann obendrauf immer noch ein G1 gestellt, links und rechts noch ein G1, und so, um das Ganze noch ein bisschen aufzufüllen, hatten wir dann noch hinten hinter der Bühne noch ein paar G1 stehen. Genauso wie die erwähnten Sunstraps hinter dem Schlagzeug, wo ihr auch nochmal sehen werdet, dass es ein wirklich cooler Effekt ist. Und was darf nicht fehlen? Damit man die Beams auch sieht? Man braucht natürlich einen Hazer, Nico. Aha! Und da muss man auch gestehen, die Jungs, ne, sind ja alle nicht blöde hier. Also kamen wir auf die grandiose Idee, die, glaube ich, so eine Gemeinschaftsidee war, den Hazer einfach unter. Wir haben einen Drum Riser gebaut aus 2 Meter Durchmesser Bütech-Kreisen. Flashback zu Teil 1. Ja. Nico, ich überlege übrigens doch noch einen Drum Riser zu bauen. Haben wir auch gesagt? Mann, ich überlege, ich frage doch. Jedenfalls haben wir dann einfach den Hazer da drunter gestellt und konnten dann somit, steigt das immer so unten aus dem Bütech raus. Das war sehr, sehr cool. Ja, kann man machen.
Das war echt witzig. Soundcheck haben wir dann gemacht. Soundcheck war fertig. 5 Minuten später war der Einlass. So, das war halt close, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber es hat wunderbar funktioniert. Die Band hat wirklich hat keinen Mucken gemacht. Man kennt immer die Gitarristen, die nicht aufhören können zu spielen, dass man nicht weiterkommt. Es lief alles wunderbar ab. War auch meine Band, also. Ja, okay. Die coolen Headliner des Abends. Aber ich denke es gerne so. Aber wenigstens halt gute Menschen so. Das ist halt schon mal auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass das dann immer gut funktioniert. Haben sich halt alle professionell verhalten und das war halt ziemlich, ziemlich cool. Achso, genau. Und auch wie in der Folge 1 ist die grobe Materialliste und eine Videobeschreibung. Also wer wissen will, was wir verbaut haben, alles nochmal unten aufgelistet. Und wenn ihr auch nochmal Fragen habt, wieso und so weiter, einfach. Einfach Kommentare schreiben. Wir antworten auf jeden Fall. Also macht euch. Es sei denn, es kommt dumme Fragen, hast auch manchmal, aber sonst auf normale Fragen beantworten wir auf jeden Fall. Was auch wichtig zu erwähnen ist, auf jeden Fall gerade zum Thema Sicherheit, immer Fluchtwege freihalten, wenn wirklich da Vokabel gelegen sind, haben wir abgeklebt, die Fender gelegt und vor allem, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, was die meisten vergessen und auch unterschätzen, Trasssteher oder allgemein Traversen gehören geerdet. Da gehört ein Schutzleiter ran, dementsprechend Schelle ran, 16 Quadratmillimeter Kabel vorgelegt zur Stuff, rangeklemmt und keine Probleme. Das kann wirklich ja, böse enden. Und damit, und das ist halt einfach wirklich eine extreme Schutzmaßnahme, vor allen Dingen wie wenn in unserem Fall, vor allem wenn das halt einfach für, auch für den Zuschauer zugänglich ist. Richtig. Wenn halt dann irgendjemand dranpacken kann, sollte es auf jeden Fall halt so weit sein, dass... Dass es komplett gesichert ist, fertig. So, jetzt haben wir euch aber auch wirklich lang genug zugetextet das, und jetzt freue ich mich sehr auf den letzten Teil, der einfach nur euch mal einen Song meiner Band zeigt, wo ihr mich auch in meiner vollen Bassisten-Reich auf der Bühne sehen werdet und einfach wie euch noch ein paar sonstige Impressionen von dem Konzert zwischendurch einblenden. Ich verarsche damit so gerne. Und ich glaube, das ist wirklich ein cooles ja. Endergebnis und da kann man wirklich auch stolz drauf sein. Auf jeden Fall. Genau, viel Spaß. Tschüss.
dafür, dass es unser erstes Konzertprojekt war, unser erstes großes Projekt, sag ich mal, lief es echt ziemlich, ziemlich geil. Das Video ist geil geworden, der Song ist geil geworden und diese ganze Nummer wäre aber echt nicht möglich gewesen. Hätte es in großer Zeit gemacht, es waren echt eine ganze Menge Menschen anwesend, die da mitgewirkt haben. Ohne die, no way, Alter. Und in dem Moment ist es sowas immer, dauert immer relativ lange und wenn man als normaler Zuschauer kann man nichts damit anfangen, aber ich will den Leuten wenigstens irgendwie ein bisschen Wertschätzung schenken, die da halt mitgemacht haben. Ich bedanke mich zum ersten bei Jannis, der Licht halt einfach, ich habe ihn einfach gefragt, möchtest du da Licht machen? Und er meinte so, ja. So früh aufgestanden und trotzdem noch bis zum Abend durchgerockt. Genau, und er war halt früher die Berufsschule gemacht und war dann wirklich noch bis 0 Uhr zum kurz vorm Ende vom Abbau da und hat die ganze Zeit mitgemacht. Dalvin, der auch einfach er hat ihm sozusagen nichts gebracht, außer Spaß vielleicht an der Geschichte und er hat auch einfach nochmal, keine Ahnung, 10 Stunden da mitgemacht. An Max, den Schlagzeuger meiner Band, der eigentlich mittlerweile ja wirklich ein professioneller Schlagzeuger ist und der sich einfach mal den ganzen Tag freigenommen hat, irgendwie, also die Hälfte des Tages freigenommen hat, uns wirklich viel unterstützt hat, den anderen Schlagzeugern beim Setup geholfen hat, Nico auch noch ein paar Sachen bei der Mikrofonierung auch nochmal mitgemacht hat, das hat uns einfach am Ende alles das Leben ein bisschen mit erleichtert. Ich bedanke mich auch sehr bei den Leuten von der Schule und das ist zum einen erstmal der Schulleiter, dem ich einfach wirklich insofern sehr dankbar bin, dass er mir einfach am Ende immer relativ viel Vertrauen schenkt. Das ist echt war echt genial, wirklich. Dass ich auch einfach hoffe, ich habe es bisher hoffentlich noch nicht sozusagen missbraucht, aber ich habe halt auch einfach einen Schulschlüssel bekommen und ich konnte halt einfach wirklich die ganze Nummer so durchziehen, wie ich das wollte und er hat sich auch wirklich gefreut, dass ich das gemacht habe und das ist wirklich, wirklich eine große Ehre. Er hat auch Bock drauf, hat man auch gemerkt, wirklich, also da war wirklich Lust dabei. Ich bedanke mich auch noch bei Kai und Roland, die da auch den ganzen Tag mit durchgepusht haben, immer mitgeholfen haben, wo auch immer es ging und einfach da auch dann mitgemacht haben und auch am Ende auf meinen Plan gehört, obwohl wenn ich auch ein Ex-Schüler von denen bin, das war auch sehr, sehr cool. Ich bedanke mich auch noch bei den ganzen Helfern, das war dann in dem Fall Jona, Flavius, Marc, Friedjof und 3 gute Freunde von mir, auch noch Aline, Hanna und Leo, die einfach am Ende noch alle noch mitgeholfen haben abzubauen und das hat uns einfach allen irgendwie das Leben mit erleichtert. Und uns den Tag versüßt haben. Genau, uns noch mit Essen gebracht haben und so, das war sehr, 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 sehr cool. Dann noch bei Rafferty, der sich um die ganzen Filmgeschichten gekümmert hat, für die wir einfach keine Zeit hatten, das war auch sehr, sehr cool. Und schlussendlich, ohne die das am Ende auch wirklich nicht möglich gewesen wäre, es ist halt wirklich auch Eike und Daniel von Ildemat, ich jetzt arbeite, die einfach so gesagt haben, pass auf, du hast halt das Projekt. Wir unterstützen dich so weit wie wir können und das war wirklich sehr, sehr cool und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass man sowas machen kann. Und am Ende auch hier nochmal danke an Nico, der einfach nur meine bekloppte Idee hat. Ja, kein Problem, direkt mal. Halt auch geil fand, aber ich meine, wir haben halt am Ende, weiß ich nicht, halt jeder bestimmt irgendwie 45, 50 Arbeitsstunden in das Ding reingesteckt. Wenn das mal reicht. Mit Planung, mit Vorbereitung, Nachbereitung so und... Da muss ich auf den Hashtag von Let's Bastel zurück, einfach Hashtag einfach machen. Genau. Im Grunde sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch bitte mal einen Daumen hoch. Also ich sage das echt selten, aber in dem Fall war das Video wirklich viel Aufwand, die ganze Konzert. Also lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat und wenn nicht, ehrlichweise Daumen runter. Kommentiert, was das Zeug hält, wie ihr Bock habt. Wenn ihr Fragen habt, fragt, wir beantworten die, ist kein Ding. Und an sich bin ich auch immer über Social Media, Instagram und Facebook und so weiter zu erreichen. Allerdings dazu in der Videobeschreibung auch nochmal zu jedem Helfer und so weiter. Alle, die da irgendwie involviert waren, da werden wir bestimmt noch einige Dinge verlinken. Macht einfach mal unten auf, da stehen noch ganze Menge interessante Sachen drin, vor allem die Materialliste. Genau. Yo, sag tschüss, wie du es gelernt hast. Ciao. Ciao. You don't wanna be high like me, never really know why you like me. You don't ever wanna step off the roller coaster and be alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like